Peace Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute zeigen, wie ihr den Unsichtbarkeitsglitch bekommt. Also, erstes Mal müsst ihr hier rauf gehen, dann müsst ihr auf Kreativ gehen. Jetzt seht ihr ja hier die Schattenbombe. Die müsst ihr jetzt einmal auswählen. Nur einmal auftippen auf X. Oder wenn ihr auf Maus spielt, natürlich linke Maustaste. So. Dann müsst ihr einmal wieder jetzt hier rauf gehen. Hier auf Geräte. Und da seht ihr hier Gegenstand Spawnfläche. Da tippt ihr jetzt auch zweimal rauf. So. Dann geht ihr auch mal wieder raus. So, wenn ihr das alles habt, warte, ich baue das mal hier ein bisschen ab. Wenn ihr das habt, müsst ihr erstmal das hier bauen. Jetzt müsst ihr einmal die Spawnfläche platzieren. Jetzt müsst ihr einmal, wartet mal Leute, jetzt müsst ihr einmal die Schattenbombe hier platzieren und dann müsst ihr die ganz schnell nehmen, so, und dann müsst ihr die wieder zack, und dann müsst ihr ganz schnell auf Respawn drücken und dann müsste das eigentlich gehen. Ja, es geht nicht. Es hat immer bei mir funktioniert, aber jetzt irgendwie nicht mehr, das kapiere ich nicht. Also, ich versuche es nochmal, Leute. So. So, jetzt versuche ich es mal. Jetzt gehe ich mal auf Spiel starten. Jetzt gehe ich mal dahin. So, jetzt habt ihr ja hier die Schattenbombe. Die könnt ihr jetzt nehmen. So, dann müsst ihr einmal und dann müsst ihr auch respawnen. Mal sehen, ob das geht. Und es geht nicht, das verstehe ich nicht. Aber wenn es bei euch funktioniert hat, werde ich mir freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben gebt und mich abonnieren würdet. Ja, und jetzt mache ich mir noch ein paar Edits zu ihm. Und ja. Und dann auf jeden Fall knackt die 10.000 Likes voll oder haut die 10.000 Likes voll. Da kommt nämlich ein neuer Unsichtbarkeitsglitch raus. Dann sag ich mal, auf jeden Fall, goodbye.